again. Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Und wir müssen jetzt hier einen Splitter herausbrechen. Haben in der letzten Folge einen harten Kampf hinter uns, denn die Neffen von Baldur, och Mensch, der ist ein bisschen krank, haben uns angegriffen und wollten uns töten, aber wir haben uns verteidigt. So, ein Splitter bitte. Das reicht? Okay. Heiß, oder? Gut. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Okay. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden. Die gleich um die Ecke. Was? Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Boah, wie cool. Warte, warte, wo war die? Wo war die? Da. Oh, lasst uns doch mal gucken. Finden Sie den Bindepunkt mit L und drücken Sie dann R2, um zuzuschlagen. Ja. Wo soll es denn sein? Ah, hier? Nee. Aha, nochmal. Doch nicht. Okay. Da? Ach was. Jetzt können wir hier durch. Wo kommen wir denn da hin? Müssen wir sogar den Weg lang? Du hast Magni getötet. Ja. Was hat er? Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht. Aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Und ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Oh. Seit wann kann man einen Gott töten? wie kommen wir denn hier durch? Okay, ist es gerade nicht so wichtig für uns, was da drin ist? Gehen wir mal hoch. Ich höre doch Sindri da oben irgendwo. Oder? Ist hier irgendwo noch eine Rune? Oh! Ah! So, können wir die Truhe hier öffnen? Ja. Toll. Na gut, dann gehen wir doch nochmal ganz kurz nach unten. Wenn wir jetzt schon die Rune hier nicht finden, dann wenigstens hier die Truhe. Und wieder hoch. Und dann zu Sindri, damit er unsere Axt verbessern kann. Ah, okay. Armer Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Moment, hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Also, was führt euch zu mir? Leviathan, Axt verbessern. Ja, endlich. Plus 15 Stärke, das klingt doch gut. Ja, neue Fähigkeiten sind jetzt verfügbar. Sehr gut. Aber Brust können wir noch nicht viel Besseres kaufen. Nein. Okay. War da noch was? Ich überlege. So, wie kommen wir jetzt zurück? Das ist die gute Frage. Einfach den normalen Weg. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Durch die Tore kommen wir zurück. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ja.
Na? Da. Und wo noch? Nein, 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 nein. Da links. Hier links. Nein. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Valkyriengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Könnte aber auch nur. So, wo ist denn hier ein Kristall? Dort. Truma! Von der Seite? Ha. Hier vielleicht? Ja, hier. Juhu. Dann können wir den Kristall jetzt auch hier vorne einsetzen. Dupdidu. So, wo war es denn hier? Nein, das war falsch. Huh? Kommt jetzt wieder irgendein Boss raus? Bitte nicht. Ja. Weltenstaub. Sehr gut. Sehr cool, dass wir durch die Tore jetzt so zurückkommen. Ah. Oh, wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Wow. Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Ah. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Ja. Finde einen Weg dorthin. Okay, wir müssen zum Daumen. Hier können wir was drehen. Hier kann man irgendwie hoch. Da kann man was zerstören. Okay. Ah, okay, okay, Moment. Ah, hängt irgendwie fest, oder? Nur wie? Moment. Ach so, okay, Moment. Es muss ungefähr hier auf der Höhe sein, hier. Nein. So. Nee, nicht so wirklich. Ist hier irgendwas noch? Ach so. Ah, hier geht's ja noch weiter. Hä? Moment. Kannst du da nicht hoch? Hier? Hier. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Und lass die Kette bitte hier runter. Das ist ein Weg zum Ausgang. Auf der anderen Seite. Ja, mach auf. Oder? Geht das nicht? Ah, ich muss den erst auf die andere Seite holen. Hier. Hier oben ist eine Kette. Okay, dann können wir nämlich auch hoch. Das war die Lösung. Ja. Sehr gut. Und rüber geht's mit uns. Und noch mal eben zur Truhe.
auf die andere Seite. Und das Seil runterlassen. Ja, ja, aber wir wollen nicht runter. So, wir wollen durch dieses Tor. Na, hier. Weiter oben. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Der lebt doch, oder? Nee. Ja, aber auch noch fast. Hier, von hier kamen wir ja. Also wieder hier hoch. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, ne. Böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Ja, glaube ich auch. Danke. Ah, hier ist noch ein Tor. Hm. Da drüben ist etwas. Ja, ich will nur kurz gucken. Wo führt dieses Tor denn dann hin? Ah, hier gibt's mehrere. Nein, ein Block. Oh, Karte aktualisiert. Eine ganz andere Kammer hier, ne? Ah. Nur eine neue Geschichte. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Okay, cool. Hier gibt's noch mehr drin, oder? Tamur, der größte Steinmetz und einer der größten Riesen von allen. Er streitet mit seinem Sohn Hirmtor, schlägt ihn und verläuft sich auf der Suche nach ihm. Thor meißelt Tamur in den Kopf und... Oh wow, was? Thor meißelt Tamur in den Kopf und zerstört damit eine ganze Stadt. Okay. Tamur baute eine Mauer um Jötunheim, um die Riesen vor den Asen zu schützen. Wurde sie je fertig? Was ist das? Was ist das denn? Das ist ein bisschen gruselig. Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss da draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Oh nein. Du hast gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja, Vater. Ja? Was mag es sein? Okay, hier ist wieder ein Tor. Aber hier, durch dieses magische Tor, könnten wir sehr schnell wieder hierhin zurück. Na gut, wir schauen mal, was hier so ist. Eine Truhe, das ist schon mal was Gutes. Und eine Arena, oder? Uiuiui, mal schauen, was es wird. Eine Arena, ja. Eine Walküre. Ach. Fangen. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Eine Walküre.
Nehmt euch in Acht, Jungs. Ja. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Na super. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Noch nicht. Gleich schon. Okay. Jetzt weiß sie, dass wir hier sind. Gegner voraus! Komm! Ach, wo ist die? Wo ist die? Oh. Das bin ich wirklich. Nee. Oh! Ich lebe hier immer noch. Geht es dir gut? Oh, die ist echt stark. Nee, das war's leider. Ui, die hat's drauf. Nein, ich möchte erstmal nicht gegen sie kämpfen. Atreus, hier. Ja, Vater. Erstmal nicht, nein, ich möchte erstmal noch ein bisschen der Story weitermachen. Wir wissen ja jetzt, was sich darin befindet. Wo können wir denn hin? Nach Brocks Laden. Dass wir da noch nicht hin können, ne? Ich glaube, es geht schneller, wenn wir hier vielleicht doch hoch eilen. Okay, wir wissen Bescheid. Die Walküren warten also hier unten auf uns. Erstmal machen wir noch ein bisschen Story. Und noch ein bisschen Equipment farmen. Sehr cool, dass die Walküren so eingebaut wurden. Aber hier geht's natürlich weiter. Ach, hier ist auch schon wieder ein Tor. Was jetzt? Vielleicht sollte ich Freya den Look mal anziehen. Nein, das geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenhühne nach Jürgen hängen lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Okay. Hast du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von uns. Ach so. Die liegen unter seinem Tempel seit Generationen im See versunken, bis uns die Schlange ihr Leben verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jürgen. Okay, dann... Wir könnten uns weiter umsehen.
Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Ja, könnten wir. Möchte ich aber doch noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen, wie gesagt, die Story weitermachen. Und ein bisschen stärker werden, vor allem. Also dann, wo waren wir? Ach ja. Groa, die Hüterin des Wissens, suchte in ihren Visionen nach ihrem Gemahl. Doch stattdessen war sie Ragnar. Als Odin von ihrer großen Prophezeiung erfuhr, machte er sich daran, ihr Wissen für sich selbst zu erlangen. Odin hatte Groas Dienste schon oft in Anspruch genommen und empfing ihn wie einen Freund in ihrer Bibliothek. Sie ahnte nicht, dass Odin selbst hinter dem Verschwinden ihres Gemahls steckte und mit seinen eigenen Zaubern vor ihr geheim hielt, dass Thor ihn getötet hatte. Lächelnd packte der neidische Odin sie am Hals und raubte ihr mit eigenen Händen nicht nur ihr Wissen, dahin, sondern nahm ihr auch das Leben. Oh, ja. Ich wusste ja, dass Odin böse ist. Aber das ist einfach... Skrupellos, barbarisch, herzlos. So ist Odin. Wir könnten noch lange hier sitzen und schweigend darüber nachsinnen, zu welchen Gräueltaten Odin fähig ist. Und so... Denk weiter nach. Hier, da können wir in die Gruft. Hinter dem magischen Schloss. Okay. Na. Nee. Da. Wo noch? Weiter oben? Mehr links? Mehr rechts. Da. Nee. Aber mehr hier. Nee, auch nicht. Hä, wo denn? Moment. Da? Ah, ich war zu langsam. Ah, das geht wieder zu. Oh nein, und dann ist es woanders. Oder? Nummer 1. Da. Ah, man muss schnell sein. Hinein in die Gruft. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Thyrs Gruft betreten. Thyrs Brücke, innen. Noch so ein Ding. Aber hier... Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Ja. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Ja. Das wäre natürlich schön, oder? Dann los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Ah, wie nett. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Atreus. Komm. Du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also... Die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir nein, leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Thor? Oh nein. Oh, da ist der ja schon wieder. Alles habt ihr ruiniert. Modi. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater? Oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Boah. Sei still! Ja! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Was? Zuerst töte ich doch deinen Vater! Was war das? Ups.
habe ihn kaputt gemacht. Nein! Bleib weg! Wir sehen uns wieder! Ich glaube, der Kleine hat auch gerade versucht, seine Rage zu... Oh. Der Junge! Atreus. Seine Rage zu aktivieren. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Ja. Nur sie kann helfen. Oh, oh, oh. Okay, machen wir. Oh, Mann. Die Krankheit. Freya um Hilfe bitten. Oh Mann, der arme Kleine. Ich hoffe, er schafft es. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge von God of War. Ach ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge, wenn wir Atreus retten. Tschüss! Again.